Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal wieder ein kleines Review. Ja, es ist offensichtlich jetzt doch endlich Sommer geworden. Die Natur ist üppig grün, überall sprießt es, die Sonne scheint, es ist warm. Und wir können auch mal wieder über Reisen nachdenken. Und zum Reisen braucht man nicht nur eine Reisekamera, sondern auch ein Reisestativ. Und ich habe hier ein kleines, handliches Kohlefaser-Reisestativ von K&F Concept, über das wir jetzt gleich sprechen werden nach dem Intro. Wenn es übrigens ausschaut, als würde ich hier ein bisschen schief stehen, dann ist das tatsächlich auch so, weil ich stehe hier in meinem Garten, wenn man so will, in einer ziemlichen Hanglage. Aber das nur ganz am Rande. Und auch ganz am Rande, wie üblich, der Disclaimer. K&F Concept hat mir das Stativ kostenlos zur Verfügung gestellt. Ich kann es auch behalten, aber meine Meinung ist nicht gekauft und ich bekomme kein Geld, dass ich dieses Video mache. Das hier ist kein Stativ, sondern offensichtlich eine Tasche. Und in dieser Tasche ist das Stativ. Typischerweise bei K&F Concept kommen die Stative immer in solchen handlichen Taschen. Die sind nett gemacht, die sind auch durchaus recht hochwertig. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich persönlich habe keine Verwendung für die Taschen. Deswegen habe ich die beim letzten Mal auch so hinter mich geschmissen, was ich heute nicht mache, weil da habe ich schwer Ärger bekommen. Es hat einigen Leuten nicht gefallen, die fanden das sehr respektlos. Deswegen lege ich das jetzt relativ ordentlich hier auf den Boden und ich hoffe, das war jetzt nicht respektlos. Das ist es. Größer wird es nicht. Das ist das Packmaß. Ungefähr 34 cm. Alle Zahlen, Daten, Fakten blende ich euch im Video, im Verlauf des Videos ein, weil ich keine Lust habe, mir das alles zu merken oder womöglich abzulesen. Ja, wie gesagt, das ist das Packmaß. Extrem kompakt, rund 34 cm. Finde ich sehr angenehm. Hat auch einen sehr schönen Querschnitt. Es ist also wirklich auch so vom Packmaß, Querschnitt, Umfang, wie auch immer, sehr angenehm. Und das Ganze ist eben, wie gesagt, aus Kohlefaser mit Aluminiumteilen. Es ist ein Kugelkopf drauf, etc. pp. Also alles, was so ein Stativ eben braucht. Und wir fangen mal gleich von unten nach oben an. Was ist das Wichtigste an einem Reisestativ? Eben, dass es klein, kompakt und vor allem auch leicht ist. Und das hat, ist bei diesem Stativ definitiv auch gegeben. Das wiegt nämlich ungefähr 980 Gramm, sowas in dem Dreh. Also auf jeden Fall unter einem Kilo. Und das ist doch ziemlich ordentlich. Wenn man das Stativ aufklappt, es hat ein bisschen speziellen Arretierungsmechanismus. Den hatte ich so vorher noch nicht gesehen. Normalerweise kennt man das, dass die automatisch einrasten und man die lösen muss. Die rasten nicht automatisch ein. Ob das ein Vorteil ist oder ein Nachteil, ganz ehrlich, kann ich nicht wirklich sagen. Das kann ein Vorteil sein. Das ist auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, ja, dann kommen wir mal zu den Beinen. Die haben diese Drehverschlüsse und ich bin immer noch nicht sicher, ob ich Schnappverschlüsse lieber habe als Drehverschlüsse. Das hier hat halt Drehverschlüsse und vier Segmente, die augenscheinlich natürlich relativ dünn sind, relativ dünn ausfallen. Mindestens mal das untere Segment wirkt schon äußerst dünn. Aber das ist halt der Tatsache geschuldet, dass es ein Reisestativ ist und dass es eben auch nicht größer werden kann, wenn ich dicker sein darf, weil dann wird es wieder schwerer. Kompromiss, wie immer bei solchen Dingen. Wenn ich ein extrem robustes Stativ haben will, wo ich eine extrem schwere Kamera drauf habe und will, dass das von sich aus schon stabil ist, dann ist das wahrscheinlich nicht die richtige Wahl. Wenn ich ein extrem kleines und leichtes Stativ haben will, dann ist das definitiv eine gute Wahl. Wie man jetzt schon sehen kann, ich habe jetzt alle vier Segmente ausgefahren. Ich habe die Mittelsäule in der Mitte ausgefahren und das ist die Arbeitshöhe, beinahe, denn es gibt noch ein zweites Segment in der Mittelsäule. Und dann ist die Arbeitshöhe, wie man unschwer erkennen kann, schon bei mir auf Kopf- oder Augenhöhe. Und das ist tatsächlich ein Riesenvorteil. Das haben viele Reisestative nicht. Die sind häufig kleiner. Manche finden das extrem wichtig. Ich finde es manchmal wichtig, also wenn ich mich selbst filme draußen zum Beispiel, dann ist das natürlich wichtig, dass ich auch auf Augenhöhe komme und nicht irgendwie hier im Brustbereich arbeite und mich dann bücken muss, damit ich drauf bin. Zum Fotografieren finde ich es nicht so dramatisch. Da könnte ich auch niedriger arbeiten. Aber für manche Leute ist das extrem wichtig. Deswegen gute Arbeitshöhe. Aber natürlich ist auch klar, dass in dem voll ausgefahrenen Zustand das Stativ nicht mehr übermäßig stabil ist. Das lommelt dann natürlich. Das, was soll ich sagen, liegt in der Natur der Sache. Kohlefaser, relativ dünn gebaut. Trotzdem habe ich keine Angst um meine Kamera.
Ich habe hier auch meine R6 mit dem 70-200 drauf montiert und das ist ein gut schweres Paket. Und trotzdem kann man das machen. Vielleicht nicht unbedingt an einem ganz exponierten Flecken, wo viel Wind geht, das wäre mir dann auch zu heikel. Aber hier unten gibt es ja so einen kleinen Haken, da kann man was dranhängen, wie zum Beispiel einen Fotorucksack oder was man sonst so findet, was man sonst so an Gewichten da dranhängen kann. Und dann wird das Ganze schon deutlich stabiler. Die Arretierung, wie gesagt, ist ein bisschen speziell, weil man die natürlich nicht automatisch einschnappt. Warum auch immer man da so eine Arretierung gewählt hat, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Macht es aber tatsächlich auch nicht irgendwie unpraktisch oder sowas. An einem Bein ist ein Schaumstoffgriff dran. Ich bin ja immer ein Freund, wenn alle Beine Schaumstoffgriffe haben, weil es im Winter angenehmer zu greifen ist. Allerdings muss man auch dazu sagen, ich bin sonst nur Aluminiumstative gewöhnt. Die werden echt assig kalt. Kohlefaser wird aber auch nicht ganz so kalt im Winter. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass hier an allen Beinen Schaumstoff dran wäre. Das finde ich persönlich praktischer. Ich kann hier auch kein Bein abschrauben, um es zum Monopod zu machen. Auch wieder so eine Frage, ob das bei einem Reisestativ überhaupt nötig ist. Ja, wie gesagt, zwei Segmente in der Mittelsäule und obendrauf ist ein Kugelkopf. Der Kugelkopf ist ein Standard-Kugelkopf, angeblich soll er bis zu 10 Kilo tragen können. Habe ich nicht ausprobiert, mag aber sein, er macht, obwohl er relativ klein ist, einen guten, wertigen und robusten Eindruck. Klar, ich habe hier eine Schraube, womit ich das Ganze drehen kann. Ich habe hier eine Schraube, womit ich die Kugel selbst bewegen kann. Und obendrauf wird das Ganze gekrönt von einem Schnellverschluss mit einer Acra Swiss Schnellwechselplatte. Und das Schöne dabei ist, und das finde ich bei K&F Concept sehr, sehr gut, das machen auch nicht alle Hersteller, diese Schnellwechselplatte, die Schraube von der Schnellwechselplatte, hat einen D-Ring. Das heißt, du brauchst keine Münze, da ist zwar ein Schlitz drin, du kannst eine Münze verwenden oder einen Schraubenzieher. Du brauchst es aber nicht, weil das Ding einen D-Ring hat, mit dem du die Schraube mit den Fingern problemlos drehen kannst. Kleinigkeiten, aber die machen ganz häufig ganz viel aus. Ja, was gibt es sonst noch zu dem Stativ zu sagen? Ehrlich gesagt, nicht mehr allzu viel. Es ist halt ein Stativ. So, wenn du ein super robustes Stativ haben willst, mit dem du eine schwere Kamera transportieren willst oder auf das eine schwere Kamera bauen willst, dann ist es wahrscheinlich nicht dein Stativ. Wenn du was sehr, sehr Kompaktes haben willst, was sehr, sehr Leichtes, zu einem vernünftigen Preis, dann ist das vermutlich dein Stativ. Wenn du das Ganze ein bisschen stabiler haben willst, so als kleiner Tipp, dann verzichte auf die hohe oder die volle Arbeitshöhe. Schraub die unteren Beinsegmente ein, weil das sind wirklich die lommeligsten. Schraub selbstverständlich mindestens die eine Mittelsäule ein, vielleicht sogar die komplette Mittelsäule, zumindest teilweise. Häng hier unten was dran an den Haken. Das macht wirklich extrem viel aus und im Zweifelsfall, wenn du diese Tasche benutzt, füll was rein, Steine, Sand, irgendetwas. Du brauchst kein riesengroßes Gewicht, ein paar Kilo reichen, um hier definitiv mehr Stabilität zu bringen. Wenn das alles nicht geht oder das alles nicht funktioniert, dann hast du immer noch die Möglichkeit, einfach die Beine breiter zu stellen. Das ist ja nun überhaupt kein Problem. Und spätestens jetzt ist das Stativ im Grunde unumkippbar. Ja, also damit steht das Stativ, auch dieses Stativ, sehr robust und sehr stabil. Du hast eben die Möglichkeit, hier diese Beine in drei Stufen sogar komplett flach zu legen, wenn du das möchtest. Allerdings auch, ehrlich gesagt, keine super Spezialität von diesem Stativ. Ich glaube, das haben so ziemlich alle Stative, zumindest alle, die ich bisher in den Finger hatte, konnten das. Letzte Funktion, die ich noch zeigen möchte, ist, du kannst, wenn die Mittelsäule losgeschraubt ist, dann kannst du hier unten diesen Haken abschrauben. Und wenn du den Haken abgeschraubt hast, dann kannst du die Mittelsäule rausziehen, rumdrehen und von unten reinschicken. Und hast dann die Möglichkeit, natürlich mit den breitgestellten Beinen wieder, die Möglichkeit, sehr niedrig am Boden zu fotografieren oder zu filmen oder was auch immer du machst, dann passiert das Ganze halt auf dem Kopf. Ist ja auch kein Riesenproblem. Für manche Leute ist das extrem wichtig, weil man dann wirklich sehr, sehr tief auf den Boden kommt. Also wirklich so im Makrobereich ist das sicherlich relevant. Fazit.
Auf mich macht das Stativ einen ordentlichen, robusten und wertigen Eindruck. Kohlefaser, Aluminium, ein brauchbarer Kugelkopf mit einer vernünftigen Schnellwechselplatte und diesem kleinen Gimmick mit dem D-Ring. Ich finde es wirklich gut durchdacht. Ja, mein Gott, am Ende ist es ein Stativ, es soll deine Kamera halten, das tut es. Es ist ein Reisestativ, es soll klein, kompakt und leicht sein, das ist es. Es hat einen vernünftigen Preis und momentan in der Aktion auch noch mal ein bisschen günstiger. Außerdem ist um den 20. Juni rum Amazon Prime Day, da gibt es dann noch mal Rabatzki. Schaut einfach mal rein, die Links sind natürlich wie immer alle unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann die Frage, würde ich es mir kaufen? Ja, würde ich wahrscheinlich, wenn ich nicht schon ein Reisestativ hätte. Zwei brauche ich nicht, deswegen werde ich das wahrscheinlich irgendwann verschenken im Rahmen einer Aktion, die ich mir noch überlege. Stopp, wir machen das mal anders. Ich habe mir überlegt, das mit dem Gewinnspiel, das machen wir halt jetzt gleich. Also hier und direkt. Wenn du das Stativ gewinnen möchtest, dann schreib einfach einen Kommentar und in dem Kommentar schreibst du einfach das Wort Stativ rein. Ausgelost wird per Zufallsgenerator. Einsendeschluss des Kommentars, Gewinnschluss, Gewinnspielschluss ist in 10 Tagen. Genaue Daten unten in der Videobeschreibung. Viel Glück, vielleicht ist das Stativ demnächst dir. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist das Reisestativ von K&F Concept. Wenn euch das interessiert, dann schaut unten in die Beschreibung. Da stehen die Links zu den Aktionen bzw. zum Amazon Prime Day. Und darüber könnt ihr das kaufen. Und wenn ihr das tut, dann bekomme ich eine klitzekleine Provision. Aber ihr habt dadurch ja keinen Nachteil. Damit unterstützt ihr aber meinen Kanal. Das kann man ja mal machen, wenn man das braucht. Nicht, wenn man es nicht braucht. Gut, mehr gibt es heute nicht zu sagen. Ganz einfach, das war's. Ihr könnt abschalten. Mehr kommt nicht. Ernsthaft. Gut, ich packe jetzt ein und gehe. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.